Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme über Thema Wasser. Wir haben vier Grundelemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuerelement symbolisiert die Bewegung, die Begeisterung, die Taten, die Leidenschaft. Erdeelement zeigt die Realität, die Bodenständigkeit, auch Materie, Sicherheit, Stabilität. Luftelement zeigt Leichtigkeit, Befreiung, Atem, auch Kommunikation und Ideen. Und Wasserelement symbolisiert unserem Unbewussten, aber auch unserem Gefühlen. Unserem Körper besteht Großteil aus Wassermolekülen, H2O, aber verändert die Struktur und bildet Formen. Dr. Masaru Emoto hat das entdeckt. Er hat Frequenzen und Schwingungen geforscht und hat festgestellt, dass die Wassermolekülen verändern die Struktur nach Informationen, auch nach Gefühlen, auch nach Worten. Hat jedes Wort eine andere Schwingung, egal aus welcher Sprache. Dr. Masaru Emoto hat festgestellt, dass Wasser Informationen und Gefühle aufnimmt und speichert und hat ein Gedächtnis. Und er hat fotografiert, wie die Muster sich verändert, auch nach Worten. Und in diesem Bild zeigt sich zwei Strukturen. Hier dieses wunderschöne Bild. So ändert sich die Wassermoleküle, wenn wir sagen, lass es uns tun. Egal welche Sprache, es handelt sich um Schwingungen und Gefühlen, wie wir das überbringen. Also dieses Bild zeigt, lass es uns tun. Hier in der anderen Seite verschwindet diese schöne Form und bildet sich eine ganz andere Struktur, wenn jemand sagt, tu es. Eigentlich fast die gleiche Gedanke, könnte man sagen, aber anderen Schwingung. Und genauso hat er fotografiert die Wasser. Und warum ich das zeige? Weil das wirkt auf uns. Das wirkt, weil unserem Körper besteht Großteil aus Wasser, aus Wassermoleküle. Und wie wir das aufnehmen, diese Schwingungen oder wie uns ausdrücken, wie uns fühlen, dadurch verändert es auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Heilwasser auch heilt. Und dass mit Wasser, auch über Trinkwasser, vieles heilen kann in unserem Körper. Und das war die heutige Botschaft über Wasser, die Geheimnisse des Wassers. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin.
Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben im Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist das die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin? Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.